Michael Obedick, hinter uns platziert sich die Corrida. Bei der Corrida haben wir uns auch kennengelernt. Und zwar anlässlich eines Events in Berlin. Und jetzt haben Sie ein zweites Event in Berlin mit der Corrida gehabt. Ich habe dann schon gefragt, die Corrida macht sich in Berlin breit. Aber ich glaube, sie macht sich ja nicht nur in Berlin breit. Und diese Event-Idee wird von Ihnen sehr aktiv gelebt. Ist das ein Marketing-Tool, was Sie auch weiterhin so extrem benutzen werden? Der Event-Gedanke dahinter ist natürlich in zweierlei Hinsicht enorm wichtig. Einmal ist es, junge Konsumenten für die Kategorie Zigarre wieder begeistern zu können. Es wirklich auch ein Stück weit wieder in der Gesellschaft breiter zu verankern, auch für junge Konsumenten. Und natürlich sind da noch der Gedanke dahinter, ein Gemeinschaftsgefühl zu kreieren. Und zum Zweiten, was man sagen muss, lässt sich natürlich aus dem Event-Gedanken sehr viel Content generieren, den wir dann in den sozialen Medien zur Verbreiterung und Bekanntheitssteigerung der Marke nutzen können. Die Marke ist mit zwei Produktlinien gestartet. Zeichnet sich da was ab, die rote oder die gelbe, oder laufen die brav nebeneinander her? Also sie laufen in der Tat brav nebeneinander her von den Absatzvoluminas, wobei wir von den Konsumenten ganz klar sehen, die gelbe, die Dominikanische Republik, ist natürlich deutlich leichter im Geschmacksempfinden, wird daher wirklich von Einsteigern gerne geraucht, während die erfahreneren Zigarrenraucher sagen, ach, die gelbe ist mir zu leicht, ich wähle die rote. Also von daher, ja, von den Absatzvoluminas gleich, die Verwenderschaft ist unterschiedlich. Also ich habe ja die rote auch bevorzugt, habe die gelbe auch probiert, aber die rote war dann schon mein Favorit und ist einfach auch eine gut zu rauchende Zigarre. Ja, Events nochmal zurück, was steht da noch an in diesem Jahr? Gibt es nochmal so Highlights? Gibt es die beständig oder wollen Sie noch nichts dazu sagen? Ja, also alles möchte ich natürlich noch nicht breit erzählen, aber den Gedanken, diesen Prime Selection Club, der ja dahinter steht, diese Community von jungen, zigarrenaffinen Menschen zusammenzubringen, die aber auch gleichzeitig eine Affinität zu Mode, Musik und gemeinsamen Zeit im West haben, den werden wir natürlich nicht in Berlin belassen, sondern wir haben ja noch ein paar andere Metropolen in Deutschland, wo wir den Prime Selection Club auch implementieren wollen. Also ich habe schon im Interview mit Herrn Blumenthaler gesagt, immer interessant, bei Villiger bleiben immer ein paar Fragen offen. Ja. Spannend dargestellt, auch jetzt von Ihnen. Danke. Ich kann nur sagen, ich wünsche viel Erfolg bei den Aktivitäten, die Sie in der Richtung betreiben. Und wir gucken natürlich immer mit, was da alles so auf den Markt geschoben wird und wer sich bei diesen Events alles so trifft. Ganz genau. Und was man für Schuhe dabei trägt. Ganz genau. Gute Schuhmode gehört bei den Events dazu. Wir werden Sie rechtzeitig informieren, wenn wir wieder gute und interessante Events in Deutschland lancieren werden. Viel Erfolg die nächsten Tage noch. Vielen Dank, Herr Will. Ihnen auch. Dankeschön. Merci. Danke. Danke.